Hallo, liebe Freunde und willkommen zu dieser neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder ein kleines Erklärvideo. Und zwar zeig euch heute alles über die Orbs, vom Orbhändler zu den Statistiken, dann zu dem Orbverkäufer, also alles zeige ich euch einmal, was ich weiß. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Händler an. Der ist, wenn ihr vom Spawn auskommt, müsst ihr einmal geradeaus gehen. Und dann ist er hier links. Und ja. Das hier ist der Händler. Gut. Da ist mein Internet weg. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, gleich. So, da sind wir wieder. Mein Internet war eben kurz weg. Ja, eine Sache noch kurz vorher zu den Händlern. Die Händler verkaufen Anbauprodukte und Dinge, die man in der Farmwelt leicht bekommt. Und auch ein paar Dinge, die man nicht in der Farmwelt bekommt. Für Orbs, sogenannten Orbs, das ist die neue Währung. Und dann gibt es einen Orb-Verkäufer, dieser verkauft für eine gewisse Anzahl von Orbs, verkauft er Items wie Perks, Items, die man so nicht verzaubern kann, also von der Verzauberung, das kann man so nicht machen, das kann nur ein Admin machen, Admin-Items, Trophäen und so weiter. Das ist noch kurz eine Sache, ich zeige es euch aber alles gleich. Der Händler ist hier am Spawn, wenn ihr Rechtsklick macht, habt ihr dieses Menü. Hier oben habt ihr die Orbs, deine Orbs. Ich habe aktuell 4,3 Millionen Orbs. Ist es nicht so richtig viel? Dann habt ihr hier die Sachen. Hier sind Informationen. Und zum Beispiel habt ihr hier Monster Drops. Dann habt ihr hier alles angezeigt. Dann habt ihr, ich möchte jetzt zum Beispiel mal diese Kürbisse kaufen. Viele machen den Fehler. Wo sind denn die Kürbisse? Vielleicht essen. Man könnte Kürbissuppe machen, aber Kürbissuppe gibt es nicht in Minecraft. Dann Anbauprodukte. Doch, das könnte es sein, glaube ich. Richtig, hier sind Kürbisse. Aber ihr könnt auch einfach auf das Inf klicken. Dann seid ihr direkt hier. Also im Inf auf das Item, dann seid ihr direkt da. Wenn ihr nicht weitergeleitet werdet, dann gibt es das Item nicht. Weil zum Beispiel gelbe Wolle gibt es nicht. Es gibt nur weiße Wolle. Ich möchte ein Stack weiße Wolle verkaufen, zum Beispiel. Also ein Wollblock würde für 20 Orbs verkauft werden. Ein Stack für 1280 Orbs. Und alles, wenn ihr hier drauf klickt, auf den Trichter, dann verkauft ihr alles, was ihr in eurem Inf habt. Also zum Beispiel die Kürbisse, dann, ja. Und das ist der Preisfall. Aktuell können 197.564 Kürbisse verkauft werden, bevor der Preis fällt bis zur Stufe 1 von 2. Also dann ist die erste Stufe von 2. Das bedeutet, dass der nicht mehr so viele Orbs dafür gibt. Ja, das war's eigentlich schon. Hier gibt es auch noch ein bisschen Sonstiges, aber das hier würde ich nicht empfehlen. Beacons würde ich nicht verkaufen. Drachenleiter würde ich auch nicht verkaufen. Barrieren und Endstein auch nicht. Dann kommen wir zu der Statistik. Hoch. Hier oben ist nochmal meine Statistik. Ich bin Platz 2. Oh, ist nicht gut. Ich war mal 1300. Ja gut, ich habe jetzt auch in letzter Zeit nichts mehr gemacht. Ich bin Platz 2216 von 12.699. Mein Score ist 390. Hier oben kann ich rechts die Top-Store-Scores sehen. Herway 712 ist gerade auf Platz 1. Hier kann ich auch, wenn ich auf den sehe, dann sehe ich hier oben immer die Statistik von der jeweiligen Person. Hier ist er zum Beispiel, oha, der ist echt gut. Perfekt. Bei Glasblöcken. Okay. Also ist schon mal interessant, was der alles so hat. Bei Leder ist der Platz 1. Krass. Das ist echt krass. Ja, gut. Ja, dann könnt ihr nochmal, wenn ihr zum Beispiel sehen wollt, was ist denn Platz 1 von Kakteen. D0S3 ist gerade auf Platz. Oh Gott, wie viel ist das? 87.209.000 verkauft. Puh, das ist schon einiges, ja.
Ist echt einiges. Dann könnt ihr es sehen. Aber noch, wenn ihr nochmal zurückkommt, zu meinem. So, jetzt sehe ich die hier, wo ich wo bin. So, ich bin bei Bruchstein auf Platz 378. Was habe ich denn sonst noch so verkauft? Gibt es irgendwas, was ich verkauft habe? Nein. Okay. Auf jeden Fall, hier sind einfach die Statistiken. Hier seht ihr, wie viel ihr von was verkauft habt und auf welchem Platz ihr seid. Und ihr könnt die Top-Leute von einem gewissen Item oder von generell von allem anzeigen lassen. Jetzt kommen wir zu dem Besten eigentlich, zu dem Verkäufer. Hier, ihr seht ihr einmal nochmal oben deine Orbs. Hier könnt ihr einmal Perks kaufen. Partikel. Spezielle Items, Orbrüstung und Farming-Items. Fangen wir mit den Perks an. Die Perks ändern, also die Items, die wechseln ständig. Also die Perks, also ständig ist gut. Hier könnt ihr einmal das Nachtsicht-Perk verkaufen für 10 Millionen Orbs. Würde ich nicht machen. Es gibt die Nachtsicht-Tränke. Außerdem könnt ihr Slash P-Time Day machen. Diese Perks wechseln aber. Es gibt 14 Perks, das ist das erste. Das Perk ist noch nicht gewechselt worden. Kommen wir zu den Partikeln. Hier sind einmal Beam. Das ist nur für das. Was? Was ist denn das für eine krumme Zahl? Was? Also ich bin mir sicher, dass das unbeabsichtigt ist. Das ist doch safe. Keine 2 oder 100, 100.000, 100 Millionen. Das sind sicher keine 2 Milliarden Orbs. Also, es gibt ein Item, was zeige ich euch gleich. Aber auf jeden Fall gibt es hier die Beam, Kreis und Doppelhelix. Das sind Partikel, die man setzen kann. Und dann gibt es spezielle Items. Ich zeige euch jetzt, wieso 2 Millionen ziemlich krass ist. Kürbiskönig für 500. Warte mal, haben die es geändert? Nein, haben die nicht. Okay, gut. Gut, dann. Das hier 10 Millionen, dann haben die eben Kürbiskönig für 500 Milliarden gemacht. Ja, ist okay. Oder? Nee, 500 Millionen. So, hier. 500 Millionen, da ist der Kürbiskönig. Gratulation, du bist ein wahrhaftiger Kürbiskönig. Dann habt ihr noch die Kaktuskönig auch für 500 Millionen. Dann Lager-Upgrade 4 für 40 Millionen für die passiven Spawner. Und Drop-Upgrade für den Dings-Spawner, für den Cobble-Spawner. Auch für den Dings. Auch für 30 Millionen. Auch für die Cobble-Spawner, also für die passiven Spawner. Dann kommt ja immer ein Abbautrank. Da trinke diesen Trank und du kannst 15 Minuten schneller abbauen. Für 500.000 Orbs. Und 15 Minuten Fly. Nur für dich 500.000 Orbs. Jetzt kommen wir zum krassen. Befehlsblock. 1 Milliarde. Ja, ist okay. Ein Comment-Block für 1 Milliarde. Kann man machen. Finde ich gut. Mit einmal Infinity, also Unendlichkeit, glaube ich. Unendlich. Also für den Bogen, dass man nur einen Pfeil braucht. Dann ist noch Glück 100 drauf, glaube ich. Und Fire-Aspekt, also dass man brennt. Ja, dann kommen wir zur Orbrüstung. Orbhelm. Mit. Also ist auf jeden Fall krass. Rüstung kann man so nicht bekommen. Für 10 Millionen Orbs. Das ist 7,5, auch 10 und 5. Ja. Und dennoch die Materialien. Das Orbschwert ist einfach ein Skimmerschwert. Ja, die Dings hier machen immer ein 3x3-Feld, also ihr baut irgendwas ab und dann kommen die Blöcke um diesen Block herum, den ihr abgebaut habt, werden auch mit abgebaut. Außerdem hat das Effizienz 20 und so. Orb Axt, baut einen ganzen Baum ab. Ist krass. Orb Schaufel baut für 30 Millionen, ui. Auch 3x3-Feld. 5 Millionen. Luck of the Sea und so. Dann Orb Schaufel, nur Effizienz 5 und Haltbarkeit 3.
Denkt man ja gut, bringt nichts, aber die baut auch ein 3x3-Feld ab. Er hat aber nicht so, so krasse Verzauberungen. Baut auch den ganzen Baum ab, mit auch Effizienz 3 und Haltbarkeit 3. Und auch Spitzhacke 3x3. Ja. Das war's eigentlich auch schon. Orbs bringen, aber ich würde nur diese Effekte, also Perks kaufen. Und in Nachtsicht kauft es nicht. Ja. Das war's schon mit dieser Folge. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann mache ich mir gerne mehr von solchen Videos. Und damit sage ich auch Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!